testen heute Mythen und Geheimnisse in Brookhaven und gucken, welche wahr sind, welche falsch sind und welche wir vielleicht neu finden. Falls ihr neu seid und es noch nicht gemacht habt, dann abonniert sehr gerne den Kanal, like das Video und dann würde ich sagen, let's go mit dem allerersten Geheimnis. Also allererstes Geheimnis finden wir in der Brookhaven Schule. Wir gucken mal, ob das stimmt. Und zwar wurde mir geflüstert, dass wenn man sich hier als Schüler macht und dann in den Hausmeisterraum geht, hier steht es auch an der Tür, keine Schüler erlaubt. Aber das ist uns egal, wir sind kriminell, okay? Wir gehen trotzdem rein, let's go! Dass es hier ein kleines Geheimnis gibt, und zwar steht ja an diesem Whiteboard, reinige die Toiletten. Wir nehmen uns dafür diesen Mob und reinigen die Toiletten. Und das Mysterium besagt, dass wenn wir das machen, wir reinigen schön die Toiletten und dann kommen wir zurück und dann steht da was anderes und wir kriegen ein Special Item und das würde ich sehr gerne kriegen, deswegen reinigen wir uns jetzt hier sehr gründlich durch. Ich bin mir nicht sicher, es gibt nicht wirklich eine Reinigen-Mechanik, deswegen gehe ich jetzt hier, laufe ich langsam einfach die Reihen ab. Zack, hier schön in die Ecken. Wir wollen es ja gründlich machen. Wir sind hier im Männer-Badezimmer. Okay, ich würde sagen, das ist jetzt relativ sauber. Wir haben unser Bestes gegeben. Ich weiß nicht, wie ich es anders reinigen soll, aber ich denke, hier, ich kann noch so ein bisschen einen kleinen Flip machen. Prima, dann gehen wir ab ins Mädchenklo. Wir haben zwei Toiletten, okay? Wir sind was Besseres. Zack, zack, zack. Reinigen, reinigen. Ich würde sagen, wir haben, glaube ich, alle Ecken erwischt. Wir haben alle Ecken gereinigt und wir gehen jetzt mal zurück ins Hausmeisterzimmer. Ich bin richtig gespannt, ob das klappt, okay? Ob unser erster Mythos wahr oder falsch ist und... Nee. Clean Toilets, es steht immer noch da. Okay, nimm deinen blöden Mob. Ich habe alles sauber gemacht. Das heißt, das erste Geheimnis ist auf jeden Fall falsch. Es hat sich nichts verändert. Das zweite, was ich aber herausgefunden habe, die meisten übrigens habe ich über TikTok gehört, ist, dass man sich hier durch diese Wand glitschen kann, wenn man hier durchspringt. Und dann kommt man in die Aula. Oh mein Gott, das klappt wirklich. Warte, das ist richtig cool. Hä, das ist voll nice. Dann kann man einfach so durch die Wand und kommt in die Aula. Kann man auch zurück? Nee. Okay, das ist auf jeden Fall useful. Das heißt, der zweite Hack ist auf jeden Fall wahr. Und dann machen wir mal weiter mit Hack oder Geheimnis Nummer 3. Für Nummer 3 müssen wir uns ein Haus kaufen. Ich gehe hier mal auf die Nummer 11. Und wir müssen dieses griechische Buchstabenhaus, dieses gelbe, das da müssen wir kaufen. Weil da gibt es einige Geheimnisse. Es gibt welche, die sind wahrscheinlich bekannter als andere. Geheimnis Nummer 1 ist wahrscheinlich das, was die meisten kennen. Und zwar ist das, dass man, wenn man hier an diesen Automaten geht, das kann ich euch gleich zeigen, bevor ich das Haus wegmache, und man spielen drückt, dass man dann wie so ein Zombie wird. Ich glaube, das habe ich ja bei einem anderen Video schon mal gezeigt. Und das nächste Geheimnis ist, es gibt hier zwei versteckte Räume. Es gibt einmal diesen kleinen Vorsprung, wo man sich halt verstecken kann, wenn man mit Freunden Verstecken spielt. Und es gibt diesen Knopf, der hier versteckt ist. Ich glaube, ich nehme mal eine Taschenlampe, damit wir auch was sehen. So, zack, bum bang, Taschenlampe. Hier geht es nämlich runter. Hier ist Geheimraum Nummer 1. Und ich glaube, das ist das, wo die meisten aufhören und sagen, hey, das ist das Geheimnis, das kenne ich, das ist auf jeden Fall auch wahr. Das ist ja kein neuer Fakt. Aber das Follow-up-Geheimnis ist, dass wir uns aus dem Inventar hier den Laptop nehmen müssen. Zack. Dann setzen wir uns auf alle Stühle. Hier einmal Stuhl Nummer 1, Stuhl Nummer 2, Stuhl Nummer 3, Stuhl Nummer 4 und warten, bis der Laptop rot wird. Okay, Laptop ist rot geworden. Jetzt kommt der nächste Schritt. Und zwar, wir müssen hier irgendwo noch einen zweiten Knopf finden. Ich glaube, der sollte irgendwo an der Decke erscheinen sein, wo auch immer. Jetzt mal ohne Mist. Wenn ich die ganze Zeit den Geheimknopf hier übersehe und ihr in den Kommentaren jetzt alle schreibt, Ronja, aber der Geheimknopf bei Minute bla bla bla, wann habt ihr noch gesehen? Dann, oh mein Gott, da ist er! Lol, der war davor nicht da. Vielleicht musste man sich wirklich auf die Stühle setzen. Okay, ich habe den jetzt gedrückt. Jetzt muss ich hier einen Geheimraum finden. Und ich glaube, der war in einer von den Ecken. So, das heißt, wir gucken jetzt, ob wir uns durch irgendeine Ecke durchklippen können. Hier ist es nicht. Da war es auch nicht in der anderen. Hier vielleicht? Nein, dann diese Ecke. Oh ja! Oh! Warte, hier geht's weiter. Hier geht's runter. What? Oh mein Gott, das ist wirklich wahr. Okay, 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 wir sind jetzt in einem extra Geheimraum. Ich mache mal hier die Haussteuerung aus, damit es nicht so überschallt. Hier ist noch ein Laptop. Ich kannte die Wahrheit am Anfang nicht. Sie kam, als ich ein Kind war. Das ist dick creepy. Eigentum des FBI. Und der nächste Mythos
ist, dass wenn man an diesem gruseligen Laptop jetzt irgendeine Taste drückt, dass man dann teleportiert wird in ein geheimes FBI-Lager. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass man vorher diesen Laptop benutzen musste, dass das wirklich irgendwas damit zu tun hat. Okay, wir gucken mal, ob man hier irgendwas klicken kann. Bis jetzt sieht es nicht so aus. Ich fahre mal über die Tasten. Oh, oh mein Gott, da kann man wirklich was klicken. 3, 2, 1. Oh, ist irgendwas passiert? Ich habe ein Geräusch gehört. Ihr habt auch ein Geräusch gehört. Aber ich glaube, hier ist nichts aufgegangen. Wenn ich nochmal drücke... Ey, ist ein bisschen creepy hier unten. Das ist ein Pixel, den man drücken kann. Okay, es kommt einfach nur ein Geräusch. Okay, schade. Dann ist der nächste Mythos nicht wahr. Aber auf jeden Fall haben wir hier diesen Laptop gedrückt. Falls ihr das noch nicht kanntet, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Aber ich kannte das wirklich noch nicht. Super creepy. Okay, dann zeige ich euch jetzt nämlich den anderen Hack. Und ich glaube, der ist jetzt halt wirklich nicht so wild. Den kennen die meisten. Aber ich zeige euch es nochmal für die Leute, die es nicht kennen, dass es wirklich funktioniert. Ich glaube, das wurde auch noch nicht rausgepatcht. Und zwar kann man hier an diese Arcade-Maschine gehen. Man kann spielen. Man kann das Haus löschen. Yes. Und dann ist man ein kleiner Zombie, der einfach seine Hände so bewegt gehabt. Habt ihr gesehen? So, zack. Nächstes Geheimnis. Nächster Mythos. Ich bin richtig hyped. Das macht voll Spaß. Ich fühle mich wie so ein kleiner Detektiv, der überprüft, ob Sachen stimmen oder nicht. Okay, nächstes Geheimnis. Der nächste kleine Hack, den wir ausprobieren wollen, beziehungsweise der nächste Brookhaven-Mythos, hat mit der Feuerwehr zu tun. Und zwar, hier gibt es verschiedene Tore. Ja, verschiedene Dinge, die man hoch und runter machen kann. Und tatsächlich soll man dieses linke Tor hochklappen. Das kann man mit diesem kleinen Knopf machen. Was steht hier? Letzter Incident, also letztes Happening. Downtown Building on Fire. Das hat unten gebrannt. Wir müssen jetzt auf das Dach von der Feuerwehr klettern. Moment, ich hole mir mal wieder mein trusty Fahrrad, damit das Ganze hier ein bisschen flinker geht. Das geht nämlich relativ einfach, auf das Dach zu kommen, wenn man hier über die... Wenn man hier über die Straße fährt. Ich springe auf das Feuerwehrdach. Und ich kann jetzt auf diesen Vorsprung springen, den wir davor natürlich rausgefahren haben. Okay, so, jetzt. Vorsicht ist geboten. Denn in diesem kleinen Kämmerchen, okay, in diesem kleinen Geheimversteck, gibt es einen geheimen Raum. So der Mythos. Das heißt, wir müssen das Bett hier irgendwie reinkriegen. Ich glaube aber andersrum, mit dem Kopfende in die Wand. Ein bisschen vorsichtig sein. Zack, 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 zack. Hier. Oh ja. Oh, das sieht gut aus. Dann springen wir in das Bett. Und dann springen wir aus dem Bett, müssen wir rausspringen. Okay? Das ist wichtig. Wir versuchen es nochmal. Wir springen in das Bett. Okay. Das Ding ist, ich kann hier reinsehen, okay? Und ich kann mir vorstellen, dass das klappt, wenn man wirklich mit viel Trial and Error versucht. Man kann sich theoretisch mit so einem Schlafsack hier durch die Wand glitschen. Ich krieg's nicht hin, okay? Ich versuch's, ich sehe den Raum, aber ich komme irgendwie nicht rein. Ich will aber nicht sagen, dass der Hack falsch ist, weil ich glaube, wenn man mit wirklich Geduld und einem Bett hier eine Weile hustelt, dann kriegt man das hin. Kleines extra Geheimnis, man kann sich gut in diesen Blöcken hier verstecken. Falls ihr euch jemals irgendwie in der Feuerwache verstecken wollt, ihr wollt einen Freund pranken, dann ist es hier vielleicht ein Versteck für euch. Ansonsten ist da drin, wie wir gesehen haben, ein geheimer Raum. Aber da scheint nichts drin zu sein, das sind einfach nur diese Bögen. Ich glaube, das ist einfach nur nicht ausgefüllt. Aber der nächste Hack ist auf jeden Fall wahr, ist nur sehr, sehr schwer in der Umsetzung. Und damit kommen wir zum nächsten Hack. Okay, der nächste Hack betrifft diesen Pool hier, sehr beliebt in Brookhaven, wegen diesem spaßigen Sprungbrett. Das benutzen wir aber heute nicht, denn der nächste Hack ist tatsächlich ein Geheimgang hier unten im Pool. Ich glaube, den kennen tatsächlich die wenigsten. Und zwar, man kann durch diese Wand hier einfach durchschwimmen. Lol. Und dann kommt man in diesen Gang. Ich habe keine Ahnung, wo der hinführt. Ich habe bis jetzt nur gesehen, dass es halt einen Gang gibt. Oh, warte, hier kommt man nochmal durch? Oder wo komme ich her? Oh! Man kommt in diesen geheimen Bunker. Und von dem Bunker aus, ich glaube, das ist so ein bisschen der Standardgeheimgang, den man benutzt, um in der Bank einzubrechen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, 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 auf jeden Fall. Jupp, das ist, hier ist ein Geheimgang. Alles klar, hä, cool. Alles, alles nice. Das ist ein Weg, den kannte ich so persönlich noch nicht. Aber hier im Bunker gibt es den nächsten Hack. Und zwar, wir sind im Bunker. Es gibt dieses umgekippte Regal, ja? Und unser trusty Bett, gefühlt ist jeder zweite Hack einfach, okay, man nimmt diesen Schlafsack und dann glitscht dich hier durch die Wand. Und diesmal klappt's. Ey, ich hab... Erster Versuch! Und das war richtig clean von mir. Man kann sich hier aus der Map glitschen, Leute. Und dann kommt man in diesen Bereich hinter Brookhaven. Da ist der Pool. Wir sind hier in diesem Bunker. Keine Ahnung, was das da unten ist.
honestly keine Ahnung, was das da unten ist. Was ist das da unten? Was bist du? Komme ich da hin? Nie im Leben, ne? Wenn ich jetzt hier runterspringe, sterbe ich. Was ist das? Okay, hier ist so ein Vorsprung. Lol, was sind denn das für Strukturen? Was ist das da unten? Denkt ihr, ich könnte draufspringen? Okay, Leute. 3, 2, 1. Okay, ne, das wird nichts. Ah, ich verlasse den Map. Nein. Aber der nächste Hack, also mit dem Bunker, ist auf jeden Fall wahr. Der funktioniert auf jeden Fall. Man kann sich da rausglitschen und dann ist man hinter der Map in Brookhaven. Unser nächster Hack betrifft die Brookhaven Apartments, bei denen wir zufälligerweise gerade angekommen sind, weil ich nämlich ein Profi-Videomacher bin und nicht durch reinen Zufall ist es passiert. Hier müssen wir uns das Penthouse-Apartment claimen. Das ist dieses hier ganz oben, Nummer 7. Und wir müssen Wohnung Nummer 2 nehmen. Zack. Wohnung Nummer 2 haben wir natürlich, weil wir haben diese ganzen Premium-Pässe gekauft, weil ich viel Geld für Robux ausgegeben habe. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Ich wünschte, obwohl eigentlich mag ich die Premium-Pässe. Aber gut, es ist wie es ist. Jedenfalls kann ich deswegen die Hacks für euch ausprobieren und dann können wir sehen, ob es klappt. Man kann hinter diesem Tisch durch die Wand springen. Leute, das klappt wirklich und dann ist man im Bad. Das ist einfach so ein kleiner Geheimgang in deiner Wohnung, einfach ein kleiner Shortcut, falls du mal keine Lust hast, irgendwie die große Außenrunde zu gehen, um ins Bad zu kommen oder jemanden erschrecken möchtest, dann kann man hier durch dieses Regal ins Bad springen. Und unser nächster Hack, Moment, dafür springen wir nochmal gerade hinein, ist der Safe. Und zwar ist der, warte, hoppala, ich bin ins Waschbecken gehüpft. Hier gibt es noch ein Bad in dem Apartment. Aber wo ist es? Hier ist es. Ist das richtig? Irgendwo kann man... Hä? Gibt es hier noch ein Bad? Nee, das ist der Ausgang. Okay, okay, lass uns mal hier kurz kundschaften. Okay, theoretisch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Theoretisch ist der Hack, dass man durch einen Spiegel laufen kann in einem Bad und dann kommt man zu dem Safe. Aber vielleicht habe ich vergessen, mir aufzuschreiben, welche Penthouse-Nummer das ist. Und vielleicht ist es ein anderes Penthouse und ich suche hier die ganze Zeit nach einem Spiegel, der nicht existiert, weil es ist nicht so ein, quasi es ist mehr ein so rechteckiger Spiegel und nicht so ein längsrechteckiger Spiegel. Deswegen vielleicht ist es das falsche Apartment. In dem Fall entschuldige ich mich an den TikTok-Hackmacher. Ich habe es vergessen aufzuschreiben, aber ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr wisst, was ich meine. Falls nicht, dann ignoriert es einfach. Tut so, als hätte ich nicht geredet. Auf zum nächsten Hack! Ich habe es herausgefunden. Das Apartment. Es gibt 2 Apartments mit dem Pool oben. Ich habe es wirklich falsch aufgeschrieben. Das da ist es. Apartment Nummer 5. Da ist ein Spiegel. Da könnt ihr durch. Das können wir nachher ausprobieren. Ihr kennt sicher das Problem, dass ihr vielleicht keinen Speedpass gekauft habt. Und ihr seid langsam. Und da kommt unser nächster Hack ins Spiel. Und zwar hier beim Autoshop gibt es ja die Hebebühne. Wir spawnen uns ein stinknormales Teff. So, ihn hier. Diesen kleinen Smart. Und das Mythos besagt Folgendes. Und zwar, dass wenn wir einmal die Hebebühne benutzen, wir fahren einmal hoch damit. Bitte bleib im Fahrzeug, während der Aufzug sich bewegt. Und wir fahren einmal hoch und dann fahren wir wieder runter. Dann ist unser Auto schneller, ohne dass wir diesen blöden Speedpass brauchen und dass wir irgendwie die Zahl ändern müssen, sondern das Auto fährt einfach schneller. Ich verspreche hoch und heilig, ich edite hier nichts raus. Ich mache nicht irgendwie heimlich im Speedpass das schneller, damit es funktioniert. Ich werde es wahrheitsgetreu zeigen und ich werde ganz ehrlich sein. Ich glaube, das ist tatsächlich, das ist kein Fakt. Nein, mein Auto ist immer noch schneckenlangsam. Jupp. Ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht dadurch nicht funktioniert, dass ich diesen Speedpass schon habe. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das ausprobiert, ob das bei euch funktioniert. Aber sonst würde ich erstmal sagen, das war fake, das hat nicht gestimmt. Auf zum weiteren Hack. Und der ist hier bei Club Brook. Und das ist nämlich der hier. Ich weiß nicht, ob man diesen Hack kennt, aber wenn man sich aufs Sofa setzt und es scheint wirklich zu stimmen, kriegt man ein Sofa ins Inventar und Achtung, 1, 2, 3, ich kann das halt einfach hier hochnehmen. Und wenn ich das neu hochnehme, dann hat es eine andere Textur. Jetzt hat es zum Beispiel hier, keine Ahnung, was das ist, dieses hellblaue Ding. Jetzt haben wir ein Geldsofa, jetzt haben wir ein Sofa aus Zeitung, ein Sofa aus Autoreifen, ein Sofa aus Bibliotheksbüchern. Das ist echt fun. Das kann man sonst auch gar nicht kriegen. Das ist ein geheimes Item, was man nur bekommt, wenn man sich im Club Brooks auf das Sofa setzt. Was eigentlich ein ganz cooler Hack ist. Finde ich nicht schlecht. Kann man vielleicht benutzen. So, nächster Hack. So, wir haben jetzt den Timer abgewartet. Und unser nächster Hack ist hier, ihr braucht eine von diesen Estates. Und dann holen wir uns das Gefängnis. Das ist das zweite Haus hier. Weil da gibt es auch noch ein paar Geheimnisse. Wir müssen hier einmal ins Gefängnis. Und Moment, hier einmal durch in die Restricted Area. Wir gehen hier hinten hin.
wo diese Küche ist. Hier steht da drüber, Kitchen. Da müssen wir rein. Das ist so eine Art dunkler Lagerraum. Ich hole uns mal eine Taschenlampe, damit wir hier auch was sehen. Zack. Und hier sind ein Haufen Kisten, Kartons. Ich glaube, da ist aber nichts Wildes. Man kann zwar draufklicken, aber da passiert nichts. Aber hier oben kann man sich durchhüpfen. Das ist nämlich ein kleiner Vent. Und der führt in ein komplettes, verschachteltes Labyrinth-System. Hier ist ein Full-on-Vent-System hinter dem Gefängnis, wo man durchkommt. Hier ist zum Beispiel noch ein Lagerraum. Da kommt man, glaube ich, sonst auch gar nicht rein. Wir gehen zurück in den Vent. Hier. Ah, jetzt bin ich runtergefallen. Hoppala. Hier ist eine Wand. Nee, das ist eine Sackgasse. Ich weiß halt nicht, wo das Ding hinführt. Hä? Hier liegt eine Taschenlampe. Okay, creepy. Creepy much. Warte, hier ist eine Sackgasse. Hier ist eine. Ich kann mir halt vorstellen, dass man dann irgendwie ausbrechen kann. Warte, kommt man hier runter? Ja, ich gehe mal hier runter. Ich mache weiter unsere Taschenlampe an. Hier scheint wieder... Ah ne, hier geht's weiter. Leute, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Hier ist ein halbes Labyrinth. Was ist denn das? Was ist denn das? Hilfe! Hier geht's weiter. Hier lang, hier lang. Oh mein Gott, ich werde hier nie was finden. Wer auch immer den Hack gemacht hat. Ich glaube euch ja, dass die Sachen, die ihr sagt, die sind auch da sind, aber ich glaube nicht, dass ich sie finden kann. Also aus irgendeinem Ding kann man hier ausbrechen. Angeblich. Das ist jedenfalls der Mythos. Es gibt dieses Vent-System. Man kommt hier hinten irgendwo durch. Es gibt irgendwo einen Grasfleck. Ja, wir haben es gefunden. Und aus dem Grasfleck können wir aus dem Gefängnis ausbrechen. Und dann sind wir frei. Das war auf jeden Fall wahr. Das hat geklappt. Sehr interessant. Sehr gruselig, das Ganze. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich was sehe, was ich nicht sehen möchte. Vor allem, als diese Taschenlampe da lag. Aber auf jeden Fall ein wahrer Mythos. So, Leute, das war aber der letzte Hack hier im Gefängnis. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst, wie gesagt, gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Und wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr diesen Auto-Hack ausprobieren könnt. Wenn ihr nämlich keinen Speedpass habt. Das würde mich sehr interessieren, ob das bei euch klappt oder nicht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss!